Gut, dann gehen wir dort noch hin. Oh Gott. Dort oben. Grab des Vaters. Ich glaube, wir gehen lieber dorthin und errichten erstmal ein Zelt, damit Varric auch mal ein bisschen heilen kann. Oh Gott. Aber der Schrecken, der hat hier keine Chance. So. Wo können wir denn hier ein Zelt errichten? Müsste doch hier irgendwo in der Nähe sein, ne? Blutstein. Immer schön. Diese blöden Freikämpfer. Hier wird noch jemand sein. Ja, oben geht hier auf Varric. Schon tot. Ich dachte, ihr hegt stärkere Gefühle für Templer, die sich der Inquisition anschließen, Sucherin. Gefühle, die etwas mit Dolchen zu tun haben. Nicht alle meine Gefühle haben etwas mit Dolchen zu tun. Oh, dann spart ihr euch die also für mich auf. Ich bin gerührt. Wäre ich auch an seiner Stelle, muss ich echt sagen. Plündern. Da hinten, ah, schön. Hier mitten im Nichts, im Nirgendwo. Dies könnte ein geeigneter Ort für ein Lager sein. Nichts, da wir ja nicht mehr sagen. Nichts ist ein Ort. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Nein, es gibt nirgends. Was? Was ist um nichts passiert? Sag's mir. Wenn du so weitermachst, denkt ihr noch, das ist ein Trauma von deinem Abstrich ins Nichts. Ja. Gut, dass wir einen Codex-Eintrag jetzt für haben. Pfad der Flammen. Was, hier gibt's Scherben? Ja klar, müsste es ja, weil wir brauchen noch einige Scherben und dafür brauchen wir ein paar Gebiete, wo es noch Scherben gibt. Oh, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich fertig bin. Eins. Kommt da oben jetzt nicht so angeboten. Zwei.
2, 4, 5, 6, 16 7, 8, Scherben gibt's 9. hier. Zu einiger. Ja. Bisschen was zu tun, ne? Mhm. Weiß, wir sind noch lange nicht hier beim Ende. Wie zu Beginn gedacht. Schatten, der kann man hier sterben gehen. Der ist nur ein Schatten seiner selbst. Ja, und der Riss, der aktiviert sich da hinten. Ich will das hier auch relativ kurz machen. Ich will nicht zum Riss gehen. Dort hinten werden die Hallas wieder von den Wölfen gejagt. Sieht schön aus. Aber ich hasse jetzt die Hallas, weil ein Haller jetzt hier uns die Wölfe an den Hals hetzt. Alter! Mach doch einfach! Ich weiß auch nicht, warum wir hier wieder besessene Wölfe haben. Aber ist okay. So, weißt du was? Dann machen wir das hier, aktivieren. Und da haben wir das Venatori-Lager. Beziehungsweise die Venatoris. Der hat so viel Angst, der ist in der Schockstarre. So, dann haben wir auch diese Gefährten-Quest abgeschlossen. Weiß ich ja nicht, ob wir. Ja doch, wir müssen, glaube ich, den Weg gehen. Den Weg und dann links. Ich kann mir die Reisszene nicht mitnehmen. Es ist so dumm. Dieses blöde Inventar ist so klein. Ich brauch mein Pferd. Da hat mir das zu lange gedauert. Ah, okay, und wir können wieder über unseren Kartentisch sagen, hier, macht mal auf. Ich glaube, anders kommen wir da nicht hin. Yep, anders kommen wir da nicht hin. Also, wir gehen aber mal hier hin. Wir könnten gar nichts.
Das heißt, wir müssen mit Dorian erstmal weiterkämpfen hier. Bis wir uns wieder zurückbegeben. Was blöd ist, weil... Sag mal so, Dorian ist jetzt nicht der Beste, wenn es darum geht, gegen diese Herren zu kämpfen. Macht mal. So. Ah, cool. Für eine kurze Zeit gehört er nach seinem Tod uns. Das ist cool. Und vergiss, was ich über Dorian gesagt habe. Er ist großartig. Natürlich. Ja, aber dann will ich ihn nach seinem Tod haben. Die alle großartig. Nein, ich will ihn später haben. Hier kommt so falls würdest du für jeden sagen, der ist großartig. Nein. Für wen hast du nicht gesagt, dass er großartig ist? Blackwall? Okay, was sind wir, wann sind wir Blackwall? So. Zack, nächste Flasche als Tagebuch. Und jetzt müssen wir auf den Steg hier rauf, ne? Ja. Hätten wir nicht gemusst. Scherben, wo ist die Scherbe hier? Die Scherbe ist da drauf. Wie bekommen wir das denn? Wie bekommen wir die denn? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier in Dragon Age mal so ein Parcours machen dürfen. Aber hey, so kann man sich täuschen. So. Haben wir hier auch noch was. Haben wir da hinten noch was? Ihr macht das schon. Wenn ihr irgendwas macht. Ich übernehme die hier. Nimm das, du Abschaum! Ja. So, das heißt, beanspruchen. Ja, wahrscheinlich dann den Einsatz, die Brücke wieder herzustellen. Rüberzuwerfen. Die Antwort ist nein. Das gilt vor allem für euch, Sucherin.
Also mein Interesse wäre da gewesen. Und ich weiß, ich habe gesagt, mit Dorian das zu machen ist jetzt nicht so geil. Ich habe nie gesagt, dass ich der Schlauste bin, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ah, hier bekommen wir wieder Viridium. Die Dämonen kommen von dort unten, aus einem Riss. Aber schließ mal den Riss. Vater also nach Tevinter zurückgekehrt, Dorian? Ach, hoffen wir es. Mein Vater starb, als ich noch sehr jung war. Ich erinnere mich kaum an ihn. Ich sage jetzt nicht, dass ihr darüber froh sein könnt. Das stimmt nämlich nicht. Aber es gibt Tage... Ich verstehe. Herzliches Beileid. Er lebt doch noch. Gerade überlegt, ob wir den Sprung hier wagen sollen, aber es wäre dumm. So, und toter Bogenschütze. Sehr gut. Nur noch da hinten. Ja, keine Schrecken. Cool, ich habe wirklich niemandem geholfen, weil Varric abgehauen ist. Der Junge macht mich fertig. Vielleicht hätten wir ihn doch über die Brücke schmeißen sollen. Das Hornsignal machen wir gleich. Aber mit einer Vorwarnung. Hier gibt's so viel zu trinken. So, gehen wir also diese riesige Leiter nach oben. Geben dann das Signal. Und dann ist da oben auch wieder Ruhe. Ja. Lichttriebe. Und das Hörnchen. Das hätten die auch nicht noch lauter machen können. Ist ein guter Wecker. Oh, einen Schnellreisepunkt haben wir hier, das ist sehr gut. Das heißt, nein, wir gehen... Mit dem noch Horten verbrennst du nie wieder. Ja, das kann ich nicht abstreiten.